So! Warum stehst du eigentlich auf Benes Arsch? Weiß nicht, du hast damit angefangen mit Benes Arsch. Du fandest es ja so knackig und geil. Oh Gott, Gaylords. Ich meine, war jetzt nicht, ist jetzt nicht meine Meinung. Ich meine, ich gebe dir gerne recht, ja? Ich will da jetzt keinen Streit anbrechen. Gegen Schwulen verliere ich das aber. Und gegen Colin auch. Danke, dass ich nicht schwul bin. Ja, gern geschehen. Oh, fast nicht dafür. Guck mal, das ist ein kleines Raumschiff und das schießt auf diesen Riesen-Tentakel-Alien-Wesen. Oktopus. Wieder. Ich. Oh, mal das Ding 8 Arme. So. Geh nochmal zurück und... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hat 6 Arme, aber das hier ist der Himmel. Aber dann ist es kein Oktopus. Stimmt, das macht Sinn. Das ist ein Schmoktopus, Mann. Die wurden erst gestern entdeckt. Von dir. Ein Hexopus. Damn, hast du das gesehen? Die Büsche sind heftig. Die ziehen mehr, aber es gibt gewöhnliche Büsche. Oh. Das kann ich mir mal garantieren. Das sieht auch Chance aus. Ciao. Oh, ciao. Nein! 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 Alter, ich werde hier echt von allen gebumst, ne? Ja. Du bist die Stadtschlampe. Scheiße. Guck mal, das da oben sah ein bisschen auffällig auch. Scheiße, Mann. Hier komme ich irgendwie auch nicht so wirklich. Ja, oben sah es gerade eben ziemlich auffällig aus. Wo oben? Ganz oben. Ganz oben? Oh, ja, von dem Stachel mal abgesehen. Erstmal sterbe ich noch. Hier mal zu. Na, guck, ja. Ist da vielleicht ein Eingang? Bestimmt nicht. Oh. Oh. Nein, ist kein Eingang. Oh, das war gut. Ja, habe ich ja gelernt von Meister Benedikt. Aber hier ist er. War ich da schon drin? Nö. Cool, gut zu wissen. Jo. Die Höhle der Festung. So, dann geht's jetzt endlich weiter. Ja, guck dir mal den an, da. Boah, voll der alte Sack. Ja. I'm Argina. Argina. I sense something is happening in the Golden Land. The seven wise men sealed. Sealed? This must be an omen of the great Cataclysm. Cataclysm? Foretold by the people of him. Oh, dann bin ich gerade nicht dran. The prophecy says the hero will stand in the desert holding the Book of Mudora. If you have the Book of Mudora, you can read the language of the Hylia people. Hylia, fail. It should be in the house of books in the village. You must get it. Oh, toll. Und der Rest? Boah, das war voll wichtig. If you are the person. Was für ein Rest? Da war doch nichts mehr. Doch, ein letzter Satz. If you are the person irgendwas. You must get it. If you are the person who will be the hero. Ja, natürlich bin ich der Hero. Kann ich ihm das Feuer hier ausmachen, dann erfriert er. Go as in, in der Wüste. Ja. Ja, keine Sorge, statt wenn ihr raumfällt, das ist eh wieder an. Ja, stimmt. Da sieht er dir in aller Ruhe zu, wie du das an- und ausmachst. Ja, wenn du es ausmachst und dann 3 Tage da drin bleibst. Okay. Vielleicht auch wieder. Boah, voll der Obelisk. Der Peiniger. Aber das war auch echt ein Fehlers. Was bei den, Nee, bei ihr. Die Landzunge. Hexer... Hexer-Puss. Nee, gerade eben die Landzunge. Achso. Ah, der ist schon viel besser an, man hört nämlich nichts. Guck, das da ist ein gewaltiger Penis. Zwei Penisse. Ja, der eine ist aber gewaltiger als der andere. Man sieht nur noch Penisse. Muss ich mir Sorgen machen. Ja, da ist ein langes Ding und vorne war es ein bisschen. Das kann man auch einfach Felsenformation nennen. Ja, aber er sieht nur Penisse. Du hast mal auch irgendwo einen Penis gesehen. Ja, das war auch offensichtlich. Ja, und das gerade eben nicht. Nee, das hat ja nicht mal Eier gehabt, das andere schon. Ja, da war auf dem Pfeile, Mann. Da ist er wieder irgendwo ein Typ drin. Irgendwie schon, wenn du so weiter so gierig da mit diesem Gras. Na gut. Mal erstmal ein paar Baumfilme anbeten. Der Baumanbeter, Nikito. Oh nein. Ich weiß ja nichts Bescheid. Ey! Wieso hat er das abgewehrt? Weil er auch eine Klinge hat. Achso, sogar zwei. Achso. Ja, irgendwas disabled. Solltest du aber nochmal den Knopf drücken, dann ist es nicht. Ich weiß nicht welcher das war, aber ich glaube der hier. Ist das noch was disabled? Ah, jetzt ist wieder was in der. Ah, das sind die einzelnen. Und bei irgendeinem von den Knöpfen kannst du auch automatisch speichern, musst du nicht dieses Menü speichern da machen. Ja, ich mach das aber. Mhm. Bitch! Bitch!
Du bist doch die Bitch, du bist doch mal gefickt. Guck, wie er mit seinem Ding ankommt und rumwirbelt. Alter, die gehen mir voll auf den Sack gerade hier. Und tschüss, Bitches. Ha! Jetzt habe ich dich schon wieder als Bitches bezeichnet. Boah, bin ich böse. Jo, Buchladen. Der war doch hier vorne gleich, ne? Boah, sieht gut aus. Boah, die Tür ging auf, bevor ich reingegangen bin, ne? Ja. Da oben ist es ja. Lass mal reden. What? War so offensichtlich, ey. You found the book of Mordor. You can use it to read the ancient Hyrule language of Hyrule. You? Ancient. Ancient. Und kein Chant. Okay, du kannst das Buch benutzen, um die Sprache zu lesen. Haust da rauf und die Sprache sagt dir, was da steht? Ja. Okay. Mhm. Aber nur wenn du mit dem Buch raufschlägst, oder? Okay. So. Dann will ich jetzt aber erstmal, will ich zuerst das Master Sword versuchen sollen. Ist halt einfach so ein geiles Übersetzungsbuch. Da steht dann so diese Wellen und dann, was du dazu sagen musst. Penis. Und diese kleinen Weiblichzeichen, die ganz schlecht. Ja, die Spiegel mit Kreuz. Genau, oder die. Ha! Wie ich ihn verarscht habe, ey. Mal, er kam damit überhaupt nicht klar, dass ich damit einmal so lang gedüst kam. Ich habe mich verlaufen. Ich glaub, auf der geraden Strecke. Ja. Nee, da war ich schon richtig. Okay. Sieht gut aus. Findest du den Weg in deinen Garten? Nee. Oh. Ich glaube, hier, nee, hier muss ich hoch und jetzt. Boah. Oh. Das sah irgendwie gar nicht so schlecht aus, aber dann hast du irgendwie A losgelassen. Aha. Oh. Erstmal der Double Kill. Oh, gut, hier. Gut. Wie findest du die Rubine, Steffen? Hm? Wie findest du die Rubine? Die finde ich, indem ich sie aufsammle. Achso, ich meinte eigentlich. Jetzt solltest du mal still sein, jetzt bist du mal kassiert. Was ich von ihnen halte, ja. Ich würde sagen, ich halte sie komplett in der Hand dann immer. Tja, Kolle, und ruhig. Das erklärt nicht, was hältst du von ihnen? Ich halt, was von denen halte ich in der Hand? Die kompletten. Ich halte da nicht nur einen Teil von den Armen. Mensch, Colin. Also das komplette Ding hältst du in deiner Hand. Genau. Guck mal, schon ist die wieder bei Schwänzen anscheinend. Colin ist da schon wieder ich nicht. Ich sagte nur Ding. Ja. Ja, darum sage ich ja anscheinend, weil ich vermute bei dir sehr, dass es wieder um Schwänze geht. Also du hältst jeden Rubin für einen Schwanz. Alter, okay. Bene, bitte. Ja, es kommt so reflexartig. Das ist voll das kommt, nachdem du von Schwänzen sprichst, Bene. Alter, das Fenster ist offen. Musst du so laut Schwanz sagen? Schwanz? Das ist halt schwarz als so. Zitat von Tenshin Han, der beste. Muss ich jetzt zuerst zum Alten? Nö, ich wüsste nicht warum. Ich gehe mal zum Alten. Ich will erstmal zum Schwanz gehen. Ich gehe erstmal zum Alten und zeig ihm so das Buch. Was willst du machen, ihm das im Kopf? Nee, Mann, dann weiß er, wer die Eier hat. Ja. Wer hier die dickeren Eier hat. Er tut sich geile Höhle, Mann. Er hat die alten Schaufte. Ah, das ist das Buch, mit dem kannst du die Language lesen. Sprache. Hero. Ich weiß. Ich wollte nur geil kommen. Ich wollte nur geil kommen. Ja, wenn nicht, dann hat es ja keinen Sinn eigentlich. Oh, wenn man schon geil sein will, dass man, wenn man kommt, dann hat es echt keinen Sinn, ey. Wenn man dabei nicht sowas mehr... Wir, pass mal auf. Oh, will aber jetzt geil kommen. Aha. Ja, der will ja auch mit dir jetzt mitlesen. Tja. Hm. Oh, das wird jetzt... So, so, to and the way to go forward. Make your wish here and it will be grand. Ich hab hier immer noch nicht. Da waren vier verschiedene Zeichen. Wie konnte so ein Satz daraus entstehen? Das ist hylianisch. Naja, danke so geredet. Das erklärt trotzdem nicht, warum aus vier Zeichen plötzlich ein ganzes Alphabet entsteht. Tja. Magie, Colin, Magie. Jetzt bewegen die sich... What the shit? Achso, wow, voll geil, ey. Ja, das waren damals die Effekte mal. Unter anderem. Wow, scheint so, als wären wir im zweiten Palast drin. Oh, verdammt, Moment. Und du wirst gerade ziemlich zugestalkt da. Und siehst du, ein Buch aufhauen bringt was. Ja. Geil, ne? Mal wieder vergraben. Da kommen die wieder raus. Bam, hast du gesehen, wie ich der voll... Oh, er ist mal wieder vergraben. Oh, jetzt ist er gelähmt. Das hast du, glaube ich. Oh, da kommen seine Freunde. Die haben nichts drauf. Das ist ja, glaube ich, anstrengend.
Ja, nicht so die Bombe. Nö. Genauso wie diese harmlose Säule da dann. Oh mein Gott! Boah, motherfucking Laser. Laser, okay, ja. Die hat Edward da vergessen wegzutun. Tun für seine Lasershow. Die bleiben da jetzt für ewig. Bam. So, fangen wir doch mal ganz unten rechts an. Das ist nichts. Also rechts. Dann schauen wir mal auf den links. Links. Da ist auch nichts. Dann gehe ich. Nee. Oh, wieder Laser. Ich wollte zur Statue gehen. Nee. Irgendwie nicht, Colin. Du hast also was gegen Edward Laser? Ja. Lach nicht, das sollte so sein. Ja, eben das war mein Ziel, okay. Ach du Scheiße, die schießen sogar. Ja, das können sie hin. Boom, boom, boom. Oh. Geil. Das sieht ja ziemlich abartig aus. Ja, natürlich. So Zunge. Fast wärst du gestorben. Knapp. Ich merke schon, wir wollten Schlüssel. Oh. Sie kommen sehr so geil. Schon finster. Und dann hast du es mal gezeigt. Dem auch, ey, voll. Oh, ein Combo Breaker. So, da oben kann ich in das Loch rein. Oh. Wahnsinn, ernsthaft. Oh, das hast du auch nicht getrollt. Aha. Oh, wer weiß, da passiert ja was mit alle Kills. Ja, hoffentlich. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich den besiegen soll. Ja, was hast du? Ja. Schon klar. Respekt, Steffen. Boah, das ging schnell. Boah, das war voll geil. Ja, immer noch von Rubino bekommen. Aber nicht schlecht, dass du ihn mit den Pfeilen einfach mal so. Ich habe das erste Mal so gesehen, dass man den mit den Pfeilen. Gut, dass es geht, klar, aber nicht schlecht. Wie hast du es immer gemacht? Naja, auf jeden Fall nicht mit den Pfeilen. Ich glaube, du hast immer. Du immer mit den Pfeilen? Wow. Ich habe noch nie so auf der anderen Seite umgekriegt, die benutzt. Ach komm schon, du kleine Bitch. Mit Pfeilen, also. Ernsthaft, wie hast du ihn besiegt? Das sag ich nicht. Vielleicht wenn ich mal, wenn ich mal Bock bekommen, werde ich mal auch mal. Die ganze Zeit verkehrt, weil du. Wenn ihr eure Duelle oder so macht, dann setze ich mich mal auch mal hier, dann werde ich voll Bock bekommen. Und gerade auf den großen will ich das ja nicht so. Ich glaube, ich würde sogar extra die Konsole herholen, dass ich das auf den ganz fetten Namen machen könnte. Dann sitze ich hier. Oh, die Karte. You got the map. Yes. Die Karte. So, mal schauen, wie sieht's aus. Oh, passt, so groß ist es ja gar nicht. Rechts gibt's noch einen Raum. Ach, da komme ich nur mit dem Schlüssel rein. Okay, oh. Das heißt, da gehe ich jetzt raus. Cool, das geht ja. Oh, also die ersten sind immer recht überschaubar. Die sind schon harmlos. Aber jetzt müssen wir was Sache ist. Nope. Das wird. Mit der will ich festen. Ja. Kann er da durchschießen dann? Hopp. Ja, was haben wir in der Bücherei gelernt? Guck, es ist... It is I. Never fail to find all the treasures in each dungeon. You must never... Du darfst nicht... Ich muss also alle kriegen. What the shit? Nee, was anderes gesagt. I must. Ist... müssen. Ne, nicht müssen, sondern... Ich muss das nochmal sehen. Warte. Bezüglich auf das gesamte Dungeon wollte er dir da bloß einen Hinweis geben. Kann man die Dinger zerstören? Die da? Es ist ziemlich fest, standhaft und nicht so aus wie so ein normaler Gegner. Oh, ich bin gegengelaufen. Mächtiges, beständiges, dass man nicht so wirklich... Im späteren Teil kann man Bomben für die benutzen. Ich weiß gar nicht, ob ich denke, eine Bombe dürfte nicht. Man könnte es mal eine Bombe an sie dran nehmen. Jo.
Aber das ging dann, glaube ich, nur beim 64-Teil. Das weiß ich gerade jetzt wirklich nicht. Hä? Achso. Nö, geht nicht. Doch, das habe ich schon mal gemacht. Ja, die sind unbesiegbar. Mm. Dicke, fette Truhe. That's Klumblase. Das ist auch so. It's locked. If you have the big key. Auf dem dicken. Key. Key? Key? Key. Ja. Ah, das war was. K war K. Alles K, Mr. K? Ja, mit deinem Tipp und so. Na, so heftig sind sie auch nicht, ne? Man muss nur Bescheid wissen, wie so ihr Zwirbel auch in sich dreht. What? Das ist schon artig, ne? Das ist echt voll fies. Alter Mann, wie das da nach unten getaucht ist. Oh, alter Mann. Oh, das ist ja auch echt spannend, ja. Nope. Dein Kumpel ist wieder da. Ja. Ich hol mir erstmal das Herzteil. Did it. Oh, kommst du auch an seinen heftigen Bodyguard vorbei? Hm, ja. Hey, wir haben zum ersten Mal ein ganzes Herzteil bekommen. Daher haben wir jetzt ein neues, volles, ganzes Herz. Das macht uns natürlich heftiger. Und so. Hm. Und jetzt genau 3, 6. Oh, und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Ja, wollte ich. Ja. Ah, jetzt kann ich es wieder nicht mehr. Was steht da? Wie spielt man das? Hey, lass uns erneut alle zusammen ein bisschen beten. Oh ja, man kann es abbrechen. Das habe ich auch erst nach ein paar Durchlaufen herausgefunden, dass man das auch mal abbrechen kann. So, dann wieder schön zurückwechseln und dann zum guten Alter. Jetzt habe ich ja einen Schlüssel. Den müsste ich ja nach wie vor haben. Oh, macht Sinn. Ein wenig. Hey! Vielleicht ein zweites Arsch. Ehrlich mal. Ja. Das ist echt ziemlich cool. Laser. Wo ist dadurch geschwängert? Aktuell los. Hm. Bist du was schwanger, Steffen? Weiß ich nicht, fragt Zelda. Zelda, bist du schwanger? Und der Bene, Ruhe. Das ist dein Einsatz. Was? Du bist doch Zelda. Wow. Am Arsch. Alter, was ist das auch für ein verkackte Statue, die Laser aus ihren Augen folgt? Die Eduard Laser. Ja, genau, durch die Kiste durchschießen, leck mich doch. Oder drüber hinweg, weil sie nicht so groß ist. Den Kompass, cool. Die Klappe allerdings größer ist. Warum macht das eigentlich voll Sinn? Hey, warum habe ich nie nachgedacht? Da hinten ist noch eine Kiste und ansonsten gibt's hier nichts mehr, alles klar. Bitte mach doch mal. Oben links ist das goldene Zeichen für die Kiste. Ach so, da meinst du aber. Ja. Ach so, alles klar. Ja. Weil die möchte ich, ach hier ist nämlich auch ein, geil, der große Schlüssel. Das ist halt der Master von allen Schlüsselis. Oh, die fand ich mal richtig toll, aber so, naja. Das Master-Sword, der Meister an der Schwert. So, der Richtung. Der Meister. The Master. Master. Universe. He-Man. Ah, He-Man. Hey. Man war Colin. Das ist sehr, er wollte auch mal musikalisch werden. Genau. Lass es. Okay, ich beende meine Musikkarriere lieber auf dem Hörfunk. So, Krüger sind doch auch super. Aber das ist ja klar, wenn andere das dann treffen. Ha! Ding. Wir wollen noch ein Rupien. Ah ne, das war die indische Währung. Ein Rupien. Meine ich auch. Smaragd, genau. Rubin. Ja, Smaragd, ich weiß. Danke. So, ne? Nom 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 nom. Dann wollen wir da auch Spaß haben. Am Arsch! Ach komm! Oh ja, die Lampen, ey! Geil! Du fängst ja wieder ein Dungeon an. Ja, boah. Safe! Solche Homos. Dann kommen sie wieder von allen Seiten. Oh, geht's gut. Genau, sie machen... Und dann wieder auf gleiche... Ja, wie viel ziehen wir? Keine Ahnung. Ja, das war gut. Ein Teil von deinem Herz. Ja, knapp. Dein Herz schrumpft. Aber du hast ja genug in dir. Boah, hast das gesehen, ey. Und gleich wieder eines aufgesammelt. Was bist du eigentlich für ein Mutant mit 6 Herzen? Von denen nur 3 übrig sind. Auch, der kam so richtig tief von der Seele. Das ist auch irgendwas. Auch diesmal rennst du nicht rein.
Ja, es bin auch kein Idiot. Es geht doch viel einfacher, aber... Nee, wirklich, das ist schon geil, dass das Colin das nicht gebacken bekommen hat. Das fühlt mich von Bossen jetzt nicht. Du hast nicht gebacken bekommen, die neuen Pfeile zu killen. Naja, ich wusste halt immer, dass man die Pfeile überhaupt nicht braucht. Ich wollte es cool machen. Nee, das ist eigentlich dumm. Nee, du kannst die Dinger ganz cool... Ja, können wir uns nicht darauf einigen, dass ihr beide dumm seid? Kann man ganz nice mit einem Schlag one-hitten. Warum habe ich dir denn vorhin als Mathe beigebracht? Ich hab dir Warte beigebracht. Du bist verwirrt, Colin. Ah, okay. So, war ich unten schon drin? Ja, war ich. Genau, da war das creepy Auge. Oh ja, ist ja gut. Was hast du gedacht, wenn es sich anschaut? Weiß ich nicht. Schade, ich dachte. Ja. Wo ist verschwarrt? Ja. So, dann wollen wir mal den Big Key benutzen, den richtig decken rausholen. Oh, den haben wir raus. Mhm. So, hier war der... Oh cool, hier kann ich auch nochmal looten. Oh, da steht ja. Dein Freund sagt, ja, mit looten sieht immer ein bisschen kacke bei mir aus. Ah, man kann nicht mehr als 30 Pfeile haben, sehe ich gerade. Oh, ohne Schlecht. So schnell kannst du gehen. Oh. Das ist ein zweites Arschloch. Drittes. Oh, ja. Na, machen wir mal Herz. Komm, ein Arschloch geht auch. Oh, voll verarscht, ey. Mwahaha. Ich höre jetzt nur die ganze Zeit Arsch. Okay, komm. Tada. Interessant. Yes, power! You got the power glove! You can... Ich weiß, was Handschuhe heißt auf Englisch. You can feel strength and both hands. And both. Oh Gott, voll verkeckt. Naja. Einfach nicht episch genug, weil... Lad mal dein Schwert auf. Jetzt. Also, ich weiß nicht, ja, du müsstest es auch aufladen und dann aus dem Raum rausgehen können, dann müsstest du es noch... So? Das Schwert auf. Ja. Jetzt lad das auf, lass mal auf. Ja, und dann? Ja, geh mal raus. Mal gucken, ob es dann bleibt. Bleibt und jetzt geh mal so in die Mitte und warte. Warte jetzt. Ach so. Und dann bist du da auch alles einfach verkommen. Ja, das hat mir jetzt Leben gekostet. Danke, Bene. Bitte. Was geht hier ab? So, da ich jetzt gerade hier noch mal Dings hab. Man weiß ja nie, ne? Na? Ich würde jetzt noch mal kurz unten rausdrucken. Steine hochheben. Mal geil. Du bist der Hulk geworden. No. Helle kleine Steine. Oh, warte, bevor ich da drin bin, reingehe. Die Steine sind nachgewachsen. Das ist auch sehr unheimlich. Nee, hier ist nicht. Okay, Mami. Da fehlt mir aber noch ein Raum, der Raum dahinter. Wie komme ich dahinter rein? Meinst du da bei dem B1? Ja. Oh, war es ja vor bei der, ist da den Pfeil da für Eingang. Da war ja der kleine Laserfritzi. Und die Flammen, die du angemacht hast, aber das nichts gebracht. Ja. So, und da warst du noch nicht dran. Okay, dann ist das vielleicht so eine After-Boss-Tür. Oh. Boah, das habe ich geil gelöst, muss ich ja schon sagen. Ja. Ah, ich werde verfolgt. Ja. Das ist völlig gut.
Das könnte witzig werden. Oh, schön im Arsch noch rein. Oh Mann, ey. Oh Gott. Die Stelle war immer toll. Ja, macht Spaß mit den Dingern. Die werden nie alt. Ah, ich sollte vielleicht warten, einfach bis... Na egal. Naja, zum Beispiel. Jetzt ist er wahrscheinlich woanders. Auf jeden Fall ist jetzt noch ein Arschloch gekommen. Alter, gar nicht nervig. Am Arsch! Die Tür ist ja schon offen. Ja, also, ist ja noch ein zweiter Flur. Der ist besonders heftig, ne? Das ist mit dem Tentakel so ohne Ende. Und der Overseer of the Tentakelis. Oh, machst du auch keine Scheiße mit denen, da scheint ja noch alles cool zu sein. Und wollen ja nicht vorher noch mehrere? Ich brauch mal einfach so ein Laser abfeuern. Oh, ich hab mich selbst getötet. Er wusste schon so, na komm, die machen die so fertig. Okay. Naja, jetzt geht's zur Sache. Natürlich. Und der Boss schaut dabei zu. Ja, manchmal macht er noch einen Laser rein, damit die Tentakelis ein neues Loch haben. Alter, ich bin auch... Ich lerne auch nicht dazu. Ne? Ja, das ist der Standard. Würde ich einfach mal sagen. Dann gibt's nicht so viele, die dann einfach sofort... Ah, okay. nimm das und den hier. Wow, wow, wow. Lass dich Ruhe. Oh, geil. Oh, die sind großzügig, die Kleinen. Wow, oh, oh. Big Boss sagt nein. Scheiße. Und 50. Scheiße. Nee, nee, da war schon die gute Armor, ich denke, oder? Wow. Yeah. Wollt sich schon jetzt einen Tag hin? Ja, steh ich voll drauf. Na? Alter Mann. Riskier ein Leben für 5 gummige Rupien. Ja, natürlich. Haben oder nicht haben. Ja. Ah, das ist schon assig. Das ist schon assig. Und das erst. Alter, wie random das ist. Okay, gut. What the fuck, man? Überraschung! Sicher ist sicher. Oh, doch ja. Alter. Fuck, haben die mich doch noch da erwischt. Oh Mann, ey. Das ist voll scheiße. Save and continue. Das geht immer schief. Na? Langweilig. Steffen voll klug, kein Korn so. Genau. Ah, muss ja auch mal sein. Ich glaube, es hängt aber mit G an. Klug? Nee, 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 das macht doch gar keinen Sinn. Alter, am Arsch. Ja, Zelda steht da halt drauf. Er ist auf die Stadtstrampe. Oh, mal 20 sogar. Oh, geil. Du machst fast deinen Verlust weg von den kleinen Räumern, nein. Naja, fast. Der hat mir nicht so viel abgezogen. Ich hab doch die meisten... Nee, ich meine den Dicken, von dem du 300 verkackt hast. Achso, ja, ja. Den meine ich auch. Alter. Ja, er hat mit 297 verkehrt. Ist aber auch nochmal gierig, ja. Da kam auch nochmal knüppeldick. Ja, das stimmt wohl. So. Ja, noch ein Raum. So leicht wollen wir es ja nicht machen. Und gleich noch was an der Aber hier Freund. Ist bestimmt als safe. Guck, da ist so eine Statue. Genau, ach du Scheiße. Ah, oh. Der Klassiker. Und genau, das ist so geil. Bam. So, ein paar Herzen kann nicht schaden. Tja. Wow. Ach, weißt du, irgendwie habe ich so das Verlangen, nochmal zu gucken, vielleicht klappt es ja irgendwann mal. What the hell? Ich bin schon echt ein geiler Hecht, ne? Oh, so Realitätsnah. Und so eine dicke Modstür. So, aber bevor ich da reingehe, Cliffhanger. Oh. Ich beende hier die Folge. Deswegen bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.